وقل رب زدني علما. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الله سبحانه وتعالى sagt in Sura 18, Sura Al-Kahf, die Höhle, Vers 45. وَانْضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Und präge ihnen das Gleichnis vom diesseitigen Leben. Es ist wie Wasser, das wir vom Himmel hinabkommen lassen, worauf sich damit das Gewächs der Erde vermischt. Dann wird es zu vertrocknetem Zeug, das die Winde verwehen, und Allah hat ja zu allem völlig die Macht. Imam al-Qurtubi überlieferte in Bezug auf die Weisheit, warum das Diesseits mit dem Wasser verglichen wurde, vier schöne Punkte. Erstens, die Dunya wurde mit dem Wasser verglichen, weil das Wasser, das vom Himmel fällt, vergeht und nach einer Zeit verdunstet. Genauso ist das Diesseits, sie wird ebenfalls vergehen. Zweitens, die Dunya wurde mit dem Wasser verglichen, weil es keinen gibt, der nicht ins Wasser geht, ohne nass zu werden. Genauso ist das Diesseits, es gibt keinen, der in ihr ist, ohne von ihren Härten und Versuchungen bzw. Prüfungen verschont zu bleiben. Drittens, die Dunya wurde mit dem Wasser verglichen, weil wenn das Wasser in einer richtigen Menge benutzt wird, ist es hilfreich und dadurch wachsen die Pflanzen und leben die Geschöpfe. Und wenn die Menge oder das Maß überschritten wird, ist das Wasser schädlich und tödlich. Genauso ist das Diesseits. Genauso ist das Diesseits, wenn man sie in Maßen genießt und alle nötigen Dinge, die man braucht, benutzt, ist sie hilfreich und nützlich. Alles Zusätzliche aber, was man eigentlich nicht braucht, ablenkt von der Anbetung und Zerstreutheit mit sich bringt, ist schädlich und Überschreitung des Maßes. Viertens und letztens, die Dunya wurde mit dem Wasser verglichen, weil das Wasser verschiedene Eigenschaften einnehmen kann. Mal ist es heiß, dann kalt, mal ändert es den Geruch, Geschmack und Farbe. Genauso ist das Diesseits. Sie bleibt nicht immer in ihrem gleichen Zustand und Lage. Mal bringt sie die Freude, manchmal Trauer, Sorge und Kummer, manchmal dann wieder Süße, um danach wieder Bitterkeit zu kosten. Hada wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.